So stelle ich mir den Mann von heute vor. Bügelt selbst, macht im Haushalt die Hälfte. Ein richtig emanzipierter Mann. Bügeln, das mache ich. Das mache er nicht. Warum nicht? Nö, das findet er langweilig. Und wie finden Sie das? Ätzend. Ich mag nicht gerne Hemden bügeln. Machen Sie aber trotzdem, ne? Ab und zu muss es ja sein, wenn ich mich gar nicht anders wehren kann. Warum macht er es nicht? Faulheit. Wie viel machen Sie im Haushalt? Alles. Wie alles? Ja, alles machen wir zu Hause, ne? Und der Gatte? Arbeiten. Kann er denn bügeln? Nein. Als bekennender Selbstbügler verpasse ich den Herren heute ein Update für Gleichberechtigung im Haushalt. Ich sage, Männer an den Herd. Mal schauen, wer mitmacht. Bügeln Sie? Nee, ich nicht. Sondern? Meine Frau bügelt, ich doch nicht, ich bügel doch nicht. Warum nicht? Nee, warum soll ich bügeln? Können Sie denn bügeln? Nee, ich brauche nicht mehr bügeln. Aber wissen Sie, dass die Frau 50% mehr im Haushalt macht als der Mann? Ja, das ist in Ordnung. Nee. Was machen Sie denn im Haushalt? Ich? Ja. Och, ich mache alles. Bloß nicht bügeln und Wäsche waschen. Ich hab Wäsche waschen auch. Also Sie machen nicht Wäsche waschen und Sie machen nicht bügeln. Was machen Sie denn dann sonst? Ich schnitz. Sie schnitzen? Ja. Was schnitzt man im Haushalt denn? Oh, im Keller hat man ja so viel Platz und da schnitzt man, man macht die Fahrräder fertig. Wissen Sie, wie man das nennt? Hobby. Ich habe zwei linke Hände. Sehen Sie das? Wollen Sie es nicht mal probieren, um eine Lanze zu brechen für Nein. die Frau? Danke. Wie findet die Frau das denn, dass sie sich weigern? Nicht gut. Früher mag der Mann und jetzt mag der die Frau. Siehst du, ganz einfach. Was halten Sie denn von der Gleichstellung? Da muss man mit leben, ne? Da muss man mit leben. Wollen Sie mal bügeln? Nee, danke. Was sagt Ihre Frau dazu, dass Sie da nicht mal dran interessiert sind? Warum soll ich ihr die Arbeit wegnehmen? Sie möchte ja auch was tun. Klingt alles immer noch hart wie in den 70ern. Damals ließ die Zeitschrift Brigitte den deutschen Mann befragen. Und das hat er gesagt über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Ich kann meine Arbeit nicht verringern, um Beruf und Familienaufgaben gleichmäßig mit der Frau zu teilen. Es geht einfach nicht. Die Männer müssen arbeiten. Und die Frauen sind zu Hause. Am Herd. Unter anderem auch. Also Sie erwarten, wenn Sie nach Hause kommen, dass mein Essen auf dem Tisch steht. Das ist überhaupt das Problem der Frauen heute. Sie wollen zu viel. Beruf und Familie. Das geht nicht. Entweder Familie oder Beruf. Sie sehen das anders? Ich sehe das anders, ja. Ich denke schon. Wenn beide an einem Strang ziehen. Die Männer sind da noch nicht alle ganz angekommen. Dass sie das mittragen, was sie müssten, wenn man sich's teilt. Wenn sie berufstätig ist, wenn beide berufstätig ist, muss die Frau immer automatisch ein bisschen mehr machen. Wenn Sie mich fragen, Hausarbeit ist schlechter als der schlechteste Beruf. Meiner Frau allerdings macht es Spaß. Das ist nun mal das Los einer Hausfrau. Ist nun mal so. Was heißt das Los einer Hausfrau? Ja, weil das so ist. Was soll sie sonst machen? Aus dem Fenster gucken? Nach solchen Sprüchen wird's jetzt aber wirklich Zeit für einen Rollentausch. Freiwillige vor. Können Sie Kartoffeln schälen? Alles. Zeigen Sie mal. Mal hier, nehmen Sie mal eine. Kann er nicht. Warum bügeln Sie nicht? Kommt gar nicht in die Tüte. Ja, alles. Wollen Sie mal probieren? Ja. Also da haben Sie sich einen ganz tollen geangelt, sage ich. Er wollte mich gar nicht haben, weil ich Erika heiße. Er heißt nämlich Erik. Und nennt er Sie jetzt anders zu Hause immer? Luise. Einen haben wir schon. Die Männer an den Herdbewegung wächst. Warten Sie mal, ich zeige Ihnen das mal kurz. Erst kommt der Kragen, dann kommen die Seitenteile, dann kommt der Rücken und dann kommen die Ärmel. Einen Orden bekommen Sie hier. Geht doch, auch die Männer sind im Jahr 2017 angekommen, die meisten. Super, danke. Da freut sich die Gattin. Ja. Was machen Sie noch mal im Haushalt? Ich staubsaugen, abwaschen, halt solche Sachen, wenn ich Zeit habe. Wenn Sie Zeit haben, Sie haben keine Lust. Natürlich habe ich Lust, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber jetzt haben Sie ja Zeit. Ja, aber heute Nachmittag habe ich doch keine Lust, das stimmt. Ah, sehen Sie mal. Das wahrscheinlich hat sie ja mal nicht fertig, wenn ich nach Hause komme. Aha. Alles Gute. Tschüss. Wir sind eins. ARD.